Radio SAW. Angie fast allein zu Haus. Jetzt erst recht. Ja, im Frühstück schaffe ich locker. Bin ja in Rente. Du, es gibt gute Nachrichten für die neue Bundesregierung. Welche denn? Na, Frank-Walter Steinmeier hat jetzt doch noch eine Einladung bekommen. Echt? Ja, die kleine Emily aus Magdeburg hat Frank-Walter zu ihrem 5. Geburtstag eingeladen. Sie wünscht sich auch keine Panzer, sondern eine Puppe. Na bitte, diese Kuh ist wenigstens vom Eis. Ach, und ich habe gesteckt bekommen, dass nachdem der österreichische Bundeskanzler Putin zum Einlenken bewegen wollte, will's jetzt auch der Häuptling von Tonga probieren. Da wünsche ich ihm viel Spaß und gutes Gelingen. Oh, ja, ich komm ja. Du, ich versuch's jetzt auch nicht, mein Joachim. Enten füttern im Park. Ach, und ich habe gesehen, die Vögel balzen schon. Studier du doch, bis ich wiederkomme, auch mal ein kleines Tänzchen ein, nicht? Muss ja nicht unbedingt ein roter Kehlsack sein, aber so eine kleine Choreo finde ich schon ganz sexy. Schau hin. Och, die Annalena Bärlauch. Guten Morgen, Frau Merkel. Für Sie immer noch Bock. Apropos, haben Sie den denn noch? Also Bock meine ich jetzt. Wie geht's denn bei Ihnen mit Kindern und Karriere? Also das ist total super, Frau Merkel. Die Kinder sehen mich jetzt viel öfter als früher. Allerdings nur im Fernsehen. Stimmt. Aber das ist genial. Erstens lieben die Fernsehen und zweitens können die kleinen Racker eigentlich so voll labern. Annalena, ich wusste gleich. Die meisten unterschätzen dich. Eben. Angie fast allein zu Haus. Die besten Comedies für euch. Nur auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land.